Hallihallo und damit herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky, zu einer weiteren Folge, einer neuen Folge. Jetzt auch, nachdem die PlayStation einmal neu aufgesetzt ist, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mehr so die Probleme damit habe, dass es mir hier da auf die Folgen zerhaut, kaputt haut. Wo waren wir stehen geblieben? Es ist ein kleines bisschen her, auch aufgrund von Corona. Auf der Arbeit werden im Moment fleißig Überstunden gemacht, Überstunden angesammelt, damit wir ein bisschen Puffer haben, falls noch irgendwas passieren sollte. Ja, wir haben nämlich, ich schätze mal wie viele andere auch, kaum was zu tun. Wir sind in der Eventbranche. Und ja, es ist ein bisschen bescheiden, weil im Moment sehr viel abgesagt wird, was auch richtig ist. Ne? In letzter Zeit hört man immer wieder, dass viele Leute sich nicht dran halten und auch nicht zu Hause bleiben und so. Leute, bleibt einfach zu Hause. Bleibt einfach zu Hause. Ich habe letztens gelesen, dass es, ich weiß nicht, ob das jetzt auch in Deutschland ist oder, naja, sowas kennt man mehr so aus den USA, dass es Jugendliche gibt, die ältere Leute absichtlich anhusten, lachen, Corona schreien und weglaufen. Was? Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das auch wieder nur Fake News sind oder so, aber ja. Yeah. Ich weiß es nicht. Leute, was ist los mit der Menschheit? Nee, egal. Kann man ja jetzt nicht ändern. Ist halt so. Aber warte mal, ich muss mal eben gucken. Ich habe den Timer gar nicht angemacht. Wo haben wir den denn? Da ist ein Timer. Den starten wir mal. So. Der Aufseher spricht in einem seltsamen Ton, mit dem er andeuten will, dass diese Begegnung bereits stattgefunden hat. Ich erinnere mich nicht an ein derartiges Treffen. Ich frage ihn, wer ihn dafür bezahlt hat, mir zu dienen. Er lacht und behauptet, mein Kind hätte das getan. Viele Jahre in der Zukunft. Weiß. Ja, ich hab ein bisschen. Perfekt, mein Freund. Ich wusste, du würdest es schaffen. Das ist genau, was ich brauche, um die Pläne für das Wissenschaftsterminal fertigzustellen. Das freut mich. Wir brauchen magnetisches Ferrit und chromatisches Metall. Und ich kann mich nicht bewegen. Hallo? Ah, okay. In unserer Gier haben wir das Universum vermüllt, Reisender. Dieser Planet bildet da keine Ausnahme. Aber aus Müll kann man eine Menge machen. Begib dich zu einer verlassenen Struktur und besorge Daten aus den Terminals. Ich werde sie dafür benutzen, Pläne für einen Lagerbehälter zu entwerfen. Für einen Geek ist Untergebener Ullerandu sehr nachdenklich. Er scheint die Gier, die sein Volk charakterisiert, nahezu bedauern. Er wünscht sich, aus den Überresten des Alten etwas Neues zu machen. Ist das auch nur eine versteckte Form der Gier oder etwas anderes? Was auch immer sein Motiv sein mag, der Aufseher behauptet, ich würde in einer nahegelegenen Struktur Daten für einen Lagerbehälter finden. Ja, komm. Ich werde es nicht bereuen, bla bla. Alles gut. So. Ein Wissenschaftsterminal bauen. Dafür brauchen wir chromatisches Metall und. Was war das? Terminals. Das ist magnetisches Ferrit. Wie ging das nochmal? Gucken wir. Kriegen wir hin, wa? Das kriegen wir bestimmt hin. Das wird, glaube ich, aus reinem Ferrit. Ach, wir haben magnetisches Ferrit 3, ja. Ansonsten haben wir Ferritstaub. Wird zu reinem Ferrit, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig ausspreche. Ferrit, Ferrit. Keine Ahnung. So, ja gut, das dauert jetzt einen kurzen Moment. Das mit den Kabeln müssen wir auch noch anders regeln, ey. Das müssen wir noch anders regeln. Mal schauen. Mal schauen. Gut.
Ja, da gehen wir gleich nochmal dran. Wir haben noch ein paar Punkte. Obwohl, 50%. Naja, können wir jetzt mal eben gucken. So, Analyseeinheit. Online. Herstellbare Technologien. So. Gesundheitsstation. Ein an Wänden montiertes Modul, an dem Gesundheit aufgeladen werden kann. Ja, gut. Kann man machen. So. Solarmodul. Oh. Oh. Das ist cool. Das ist cool. Mega. Gut, das war es jetzt erstmal hier so. Holztür. Komm. Gucken, wir haben keinen Kohlenstoff mehr, ja. Ja, ja, wir haben alles hier reingeballert, ne? Reines Ferrit und das wird jetzt zu magnetischem Ferrit. Ja, cool. Achso. Ja, gehe ich mal eben Kohlenstoff sammeln. Wir müssen... Kann man Bäume pflanzen? Wir müssen unbedingt hier so ein kleines Kohlenstofflager. Ne? Weißt du? Weißt du? Läufer. 30.000 Schritte zurückgelegt. Wunderbar. Ich bin begeistert. So, Kohlenstoff. Sehr schön. Und ich glaube, mit dem Kohlenstoff können wir gleich zuerst einmal unseren Minenlaser wieder auf Touren bringen. Ach ja. So. Es wird was. Es wird was. Wenn es gleich noch Treppen gibt, kommt da noch eine Treppe rein nach oben. Ja, kann man machen. Kann man machen. Gut, dann bauen wir noch so einen kleinen Landeplatz. Für unser Schiff. Für die strahlende Säule. So. Ich muss immer noch... Ne, da. So, überlegen, wie ich welches Menü aufmache. Das ist... Verrückt. Verrückt, sage ich euch. So. Ach so, und ja, stimmt, hier Dingens. Ne? Weißt du, Dingens hier. Kupfer. Kupfer. Was haben wir da? Ist das Kupferansammlung zum Markieren gedrückt halten. Wunderbar. Oh, ich glaube, das ist hinter dem Berg, ne? Ach, egal. Kriegen wir hin. Wir haben verbesserten Kälteschutz. Falsche Taste. Da ist dran. So. Ja, ich glaube, der Hauptsinn des Spiels liegt immer noch im Sammeln, ne? Also... Oder war ich schon? Verdammt. Naja. Warte mal, den Manipulator. Können wir den auch einmal wieder auffüllen? Da. Mit natürlich Ferrit. Weißt du was? Silikatpulver können wir reinpacken. Oh ja, das. Wow. Wow. Alter Vater. Wow. Gut. Ein bisschen Kupfer ist nicht schlecht. Ein bisschen kann man das gebrauchen. Ah. So. Da kommt wahrscheinlich auch ja ein bisschen Silikatpulver bei rum. Aber dem ist halt so. Dem ist dann halt so. So. Hier haben wir, glaube ich... Was habe ich jetzt gemacht? Was? Ist das eine Markierung?
Oh, mein Inventar ist schon wieder voll. Weg damit. Weg damit. So. Das ist ja schon einmal besser als vorher. Haben wir noch irgendwo Kupfer? Vielleicht irgendwo in der Nähe. Da ist die Base. Boah, was? Cool. Kupferansammlung. Magnetisch, ja, super. Hätte ich gar nicht herstellen müssen. Hey, Dude. Ach, ja. Oh, ich dachte, ich habe noch welche. Habe ich, glaube ich, weggeschmissen, ne? Nein, nein, nein. Unglaublich. Unglaublich. Gut. Ich hoffe, das Kupfer reicht. Ich hoffe es. Oh Gott, ey, warum bin ich nicht geflogen? Alter. Natrium. So, dann können wir das Wissenschaftsterminal gleich bauen. Und dann müssen wir wahrscheinlich los und einen neuen Bediensteten finden. Ja, weiß ich doch. Jetzt geh. Gott. So. Okay. Da können wir mitnehmen. Achso. So. Kupfer. Wie viel habe ich denn gefunden? Nicht viel. 14. Das ist in der Tat nicht viel. Oh wow. Es ist der. Was? Nein. Alter. Und ich brauche immer noch. Wie viel haben wir denn? 32 immer noch. 8. Gut, dann geht's jetzt einmal Kupfer sammeln. Oder haben wir hier noch? Haben wir kein Kupfer mehr, ne? Nein. Gut. Jetzt habe ich natürlich nicht darauf geachtet. Entschuldigung. Entschuldigung. Moment. Moment. Huch. Alles klar. Nehme ich. Alles meins. Nehme ich. Nehme ich. Super. Dankeschön. Ha. Cool. Ja gut. Hat sich das auch erledigt? Hier hätte ich auch zu Fuß hinlaufen können. Was ist denn mit. Was ist so? So, komm. Sehr schön. So. Huch. Das war mein Raumschiff. So. Wie viel habe ich gefunden? 47. Locker. Locker flockig. So. Jetzt habe ich natürlich die Startschubdüsen auch wieder aufgebraucht. Super. So, einmal ein bisschen in Erdnähe. So. So. Ja, wunderbar. Guck mal. Als ob er es könnte. Als ob er es könnte. So. Einmal die raffinierte Raffinerie. So. So. Und chromatisches Metall. Wunderbar. 8 Sekunden. 4 Sekunden. 1 und 0. Wunderschön. So. Ah, jetzt bin ich am Überlegen. Sollen wir das. Da. Nee, hier mache ich, glaube ich, diesen.
medizinischen Dingsbumskasten hin. So, steht das. Das muss so stehen, ne? Das stellen wir hier einfach in die Ecke rein. Obwohl es ja ein bisschen Platzverschwendung ist, ne? Ja, passt. Ja, komm. Scheiß drauf. So. Das war jetzt aber das Richtige, ne? Das ist ein anderes, ne? Ja. Gut. Wissenschafts. Achso, ja. Wir sind da. Wir können das nicht. Wir sind dumm. Ja. Tag auch. Untergebener. Läuft. Da haben wir es. So, Geister in der Maschine, das neue Zuhause erweitern und mit Personal besetzen. Baute. Wissenschaftliche Forschung. Da haben wir es. Ein Basiswissenschaftler anstellen kann eine Raumstation. Gut. Auf zur Raumstation. Das können wir da drinnen lassen. Genau. Raumschiff. Startschubdüsen. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Impulsantrieb. Wunderbar. Hyperantrieb. Nope. Müssen wir erst ein paar Warp-Zellen. Warp, warp. Cool. So. Alle mal einsteigen. Und ab zur Raumstation. Potenzieller Wissenschaftler-Rekrut. Rekrut, Gott. Läuft. Das war die Anomalie, ne? Sieht das nicht aus wie ein Planet? Das ist ein Planet, ne? Was zur Hölle? Was ist denn das? Und warum ist das? Warum? Leute! Mein Schiff ist noch nicht bereit für Raumschlachten. Na gut. So schnell wie möglich rein da. Ach ja. So ist es. Was müssen wir einstellen? Korvax, ne? Korvax. Kriegen wir hin. So. Da steht einer. Und ich würde sagen, den nehmen wir auch direkt mit. Ist jetzt meiner. Ja, ja. Passt schon. Passt schon. Ja. Ja. Sieht freundlich aus. Unbekannte Lebensform. Ich habe meine Prüfung bestanden. Juhu. Ich darf jetzt erforschen und meiner Leidenschaft für Strukturanalyse nachgehen. Hast du eine Basis, ein Wissenschaftsterminal? Überlege doch nur, was damit alles erreicht werden kann. Der Korvax ist glücklich und freut sich, mich zu sehen. Er scheint eine Initiation für seine Spezies abgeschlossen zu haben und muss jetzt raus ins Universum, um seinem Interesse zu folgen. Der Wissenschaftler, Alter, was ist los? Tritt meiner Basis bei, wenn ich ihm ein Wissenschaftsterminal zur Verfügung stelle. Jawohl. Ist gerade frisch aus der Presse. Was? Er will mich im Schlaf scannen? Bitte was? Naja, gut, ja, jeder hat so seine Vorlieben, ne? Gold. Gold, gut. So, einmal. Bitte Gas geben. Gaspedal ist rechts. So, Ankunft 2 Sekunden. Und
Wir sind fast da. Sehr schön. Eine Basis? Und was ist das? Ach, das ist hier der... ich verstehe, was ich da eben gemacht habe. Alles klar. Alles gut. So, mal gucken, ob der Gute hier ist. Also, das ist aber gefährlich hier. Ist das? Na, falsch. Stolperstein. Also, ganz ehrlich, Sicherheit geht vor, ne? Also, Safety first. Safety first. Und deshalb, Leute, bleibt zu Hause. So. Guten Tag. Eddie Manoff. Eine schöne Basisreise da. Wie es sich für einen ehrenhaften Stand gehört. Oh, Korvax wird ja so glücklich sein. Der Korvax quillt über vor Begeisterung. Weder seine Hülle noch die Wände meiner Basis scheint sie eindämmen zu können. Oh, willkommen heißen. Ehre. Ja, ja, ja. Ja. Alles klar. Schmiermittel für Säure und Säure. Ja, was? Was kann ich damit machen? Hochstromerzeugung in diversen Energiezellen. Ah. Alles klar. Cool. Aha. Kürbisknolle und Kobalt. Das ist natürlich cool, wenn wir jetzt unsere eigenen Mikroprozessoren herstellen können. So. Kürbisknolle. Wir hatten hier irgendwo eine Knolle. Was ist das? Hallo. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Naja, wir gucken erst einmal. Warte mal, ich gehe nochmal rein. Mal eben gucken. So, wir haben hier so viel landwirtschaftlich. Der Florabelter, ja gut. Kohlenstoff haben wir genug. Guck mal, machen wir hier so. So. Da noch einen hin. So. Ja, kann man machen. Das hier? Speicher, Signalbooster. Das war es nicht allgemein. Gesundheitsstation. So. Achso, da habe ich gar nichts von. Ja. Gut. Dann will ich jetzt mal eben hier speichern. Das ging relativ schnell. Und einmal auf die Mission gucken, in den Weltraum zurückkehren und Apollo kontaktieren. Ja, Apollo, da ist die Folge leider abgeschmiert. Den habt ihr nicht kennengelernt, außer ihr habt gespielt. Ja. Naja, wir werden ihn jetzt wieder sehen und, ne? Ihr wisst Bescheid. So, einmal raus hier. Eingehende Nachricht. Frequenz Apollo. Annehmen. Wie steht es um die Basis? Du solltest dir auf jeden Fall ein wenig Personal zulegen. Die Units sind doch nur dafür da, die eigene Dominanz gegenüber anderen Lebensformen zu beweisen, oder? Doch kommen wir zu wichtigeren Dingen. Deine Ausrüstung muss in einem guten Zustand sein, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst. Du solltest da draußen ja nicht sterben. Zumindest noch nicht. Du findest Nanithaufen in verlassenen Gebäuden und beschädigten Maschinen. Das hat schon eine gewisse Ironie. Die Strukturen, die von den Wächtern zerstört wurden, werden zu ihrem Untergang führen. So, das ist Apollo. Bring die Nanithaufen zu Händlern in den Raumstationen, um sie gegen Technologie einzutauschen. Ja, ja, ja. Ich muss mal eben was zur Hölle... Oh, und da wäre noch etwas.
Nimm diesen Bauplan für ein eigenes Kraftfeld. Du wirst ihn brauchen. Betrachte es als Geschenk, als kleine Investition in unsere Partnerschaft. Okay. Okay. Okay, was ist hier los? Warum ist da so eine feindliche... Entschuldigung, ich weiß ja gar nicht, was feindlich ist. Warum ist da eine Flotte aufgetaucht? Kann ich da rein? Okay, das sieht jetzt aber auch nicht aus wie so ein... Ey, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht aus wie eine kleine... Oh. Ja, keine Ahnung. Alter, da sind ja noch... Was zur Hölle? Frachter. Okay. Gut. Installierer... Ja, gut, dann brauchen wir jetzt... Station. Und es geht wieder schon. Hä? Ach komm schon. Komm. Entschuldigung. Ach ja. Gut. Läuft. Ach, guck mal, können wir sogar. Gold einmal. Warte mal. Schnellübertragung. Exo-Anzug. Huch. Wer bist du? Ich bin vor dir da. Hihi. Ey. Huch. Okay. Da hat irgendwas geschossen. Haben die auf mich geschossen? Nein, oder? Ah, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So. Und jetzt geht's um die Wurst. Verkaufsterminal. Wo sind die... Verbesserung erwerben. Ich weiß, ich bin so ein bisschen unaufmerksam oder super aufmerksam. Was? Was? 1 Million Units? Ja, ja. Läuft. Läuft, wie ich finde. Haben wir hier etwa keinen Verkaufsterminal auf der Seite? Tja. Wollen wir mal auf der anderen Seite gucken, wa? Na, komm schon! Ja. Sehr gut. So, Ladies. Wollen wir mal gucken. Moment, verkaufen Gold. Ja, ja. Geode, ja, komm. Wir brauchen erstmal Kohle. Ah, scheiße, wir kriegen nicht so viel Kohle, wie wir brauchen. Komm, erstmal weg damit. Alles klar, so, kaufen. Was brauchen wir nochmal? Scheiße, muss ich hier gucken, ne? Oh ja, und hier habe ich jetzt natürlich kein Baumenü. Das ist natürlich... Scheiße. Ach, warte mal. Oh, was mache ich denn? Entschuldigung, ich bin ein wenig... Na? Ja.
So, Ionen-Akku 2. Wenn ich mich nicht irre, hatten wir da sogar zwei von und haben die mal verkauft. Läuft. Läuft. Ionen-Akku. Scheiße, die kosten ja nichts. Das ist ja der Wahnsinn. Und Kabelbaum. Der war, glaube ich, etwas teurer, wenn mich nicht alles täuscht. Kabelbaum. Kabelbaum. Jawohl. Ist ein kleines bisschen teurer. So. Kriegen wir hin. Da sind wir super für gerüstet. So. Eigenes Kraftfeld. Okay. Wir sammeln Nanit. Würde ich sagen. Wie viel Nanit haben wir denn? Knapp 500. Alter, knapp 500. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das Schiff für eine Million zu verbessern. Oder ob man sich vielleicht direkt ein neues holt. Ich weiß es nicht. Oh, das dauert jetzt aber doch 30 Sekunden. Also ist schon ein bisschen. Ich sehe gerade, wir haben die halbe Stunde schon ein wenig geknackt. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich schätze mal, wenn ihr einschaltet, sind wir gerade an der geheimen verlassenen Gebäudestruktur angekommen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.